kleines Bötchen liegt sicher im Hafen. Und man kann gut drauf schlafen und wohnen. Ja, genau. Die Ausflüge mit dem Auto machen. Dann bis dann. Tschüss. Nähe zum Hafen ist hier dieser Platz. Da gehen wir jetzt mal rein. Eine Infotafel, was es hier alles gibt. Ja, da haben wir eine ganze Menge Wohnmobile Platz. Wo Anmeldung ist, haben wir noch nicht gefunden, aber hier kommt eine Information. Strom hat es auf alle Fälle. Nicht überall, aber soweit das Kabel reicht, nehme ich an. Willkommen auf dem Wohnmobilstellplatz Wilhelmsort. Ja, im Hafenbüro, Gebäude Nummer 41 anmelden. Wasserseite ist der Eingang. Strom kann über Münzen bezogen werden. Für die Sanitäranlage bekommt man dann eine Codekarte. Und sauberes Trinkwasser bekommt man. Einen Raum für die Toilettenentsorgung. Am Abend kommt der Hafenmeister vorbei. Hunde sind willkommen, aber bitte die Hinterlassenschaft des Hundes entsorgen. Steht ausdrücklich auch hier. Naja, das ist ein schöner Platz. Wer mal den Helder, Nordsee, Niederlande besuchen will. Und gleich, genau, gleich neben dem Marinemuseum. Wer eben das interessiert. Ja, schön. Stromsäulen. Und ich habe jetzt schon mal über 40 Plätze gezählt. Hier ist der Bodenablauf vom Stellplatz, ungefähr so 50 Meter weg. Und das Waschhaus mit Duschen, Toiletten und auch für die chemische Toilette. Ja, hier zum Wasser tanken. Nein, nur zum Reinigen. Kein Trinkwasser steht hier. Und das Trinkwasser ist daneben. Ja. Also Reinigungswasser und Trinkwasser. Sollte man nicht verwechseln. Das stimmt. In wenigen Gehminuten ist man auch im Zentrum von Den Helder mit vielen Geschäften. Einkaufsmöglichkeiten. Also selbst ein Charles und Anthony Bekleidungsgeschäft. Und ich sag mal, das Den Helder ist eine Reise wert, wer hier in Nordholland mal vorbeikommt. Thank you.
werden.